Seit März 2016 ist die Streetfood-Karawane in Norddeutschland unterwegs. 16 Städte stehen auf ihrem Routenplan und am 22. April waren sie in der Hansestadt zu Gast. Internationale Foodtrucks und Garküchen fanden sich auf dem Koberg ein und klappten ihre Tresen aus. Das war mal was anderes auf dem Platz vor dem Heiligen Geist Hospital. Innovative Kochkunst in kleinen Garküchen boten Spezialitäten. Die kamen aus Peking, Dili, Caracas, Kinshasa, Nairobi, Marrakesch und das alles auch für den kleinen Geldbeutel. Die Streetfood-Events sind immer mehr im Trend. Liebevoll dekorierte Trucks und Stände schaffen neben der mobilen Essensausgabestelle auch kleine urbane Oasen. Sie kommen dem Bedürfnis nach gesunden, sinnhaften, schnellen und unkomplizierten Essensangeboten entgegen. Ein weiteres Anliegen der Streetfood-Karawane ist, über das Essen eine Verständigung zwischen den Kulturen zu erreichen. Die Lübecker nahmen das Angebot begeistert an. Liebhaber von Sushi, Austern, Curries und veganen Speisen kamen ebenso auf ihre Kosten wie Fans von Cupcakes, Tacos und Burgern. Selbst Grashüpfer, Grillen und Co. waren im Angebot. Integration geht auch über den Magen. Das zeigte Streetfood auf dem Lübecker Kopfsteinpflaster und wunderbar duftende Schwaden zogen über den Markt und luden ein, andere Kulturen auch über die Geschmacksnerven zu verstehen.